Willkommen zu einem neuen Part Animal Crossing New Leaf. Und heute ist eigentlich genau der gleiche Tag, wie es auch heute ist. Also ich nehme heute am Montag auf. Und es ist auch in Animal Crossing Montag. Und oh genau, beim vorletzten Mal hatten wir ein berühmt Gemälde gekauft bei Rainer. Und das ist eigentlich schon angekommen. Das könnten wir eigentlich direkt mal spenden. Und wir hatten ja auch ein paar Sachen gepflanzt. Da können wir auch schauen, ob unsere Sachen auch gewachsen sind. Geschenk von Mama und Papa. Okay, jetzt nichts Spannendes. Nelken haben wir eigentlich genug. Und ja, hier. Wir könnten mal ein paar Insekten fangen auch. Hier, wie gesagt, die Bäume fallen langsam ab. Also langsam wird es dieser Gruselirrgarten. Bei den anderen Bäumen dauert es noch ein bisschen länger und bei anderen dauert es nicht so lange. Ist immer unterschiedlich. Wenn wir jetzt eh gleich zum Museum gehen wegen dem Gemälde und dem Fossil, dann können wir auch noch ein paar Insekten mitnehmen. Okay, scheinbar haben wir das gerade schon. So, hier können wir schauen, ob unsere Bäume alle gewachsen sind. Hier, ja. Eigentlich wäre es cool, wenn die Bäume gar nicht wachsen, sondern so klein bleiben. Das sieht ziemlich cool aus, so, aber es geht ja leider nicht. Und hier ist unser kleiner Brunnen. Hier kommen noch Blumen hin überall. Die Stelle sieht auf jeden Fall auch schon mal cool aus. Erstmal muss ich meine Tasche ein bisschen leeren. So, hier wollte ich dann eine Bank hinmachen wahrscheinlich. Deswegen lege ich das Buch hier hin. Das passt. So, verkaufen wir noch ein bisschen die Früchte. Obwohl, ich lasse mal einen Früchtekorb hier liegen. Man weiß ja nie, wann wir das brauchen. Und den Rest verkaufen wir, damit unsere Tasche ein bisschen freier wird. Und ja, wir spielen gerade so um 16 Uhr rum. Das ist mal eine ganz andere Atmosphäre im Gegensatz immer zu Mittag. Es wirkt immer schöner. Am liebsten spiele ich auch in Animal Crossing so online abends. Das ist irgendwie am schönsten. Aber tagsüber sieht die Stadt natürlich irgendwie schöner aus. So. Den Rest müssen wir dann spenden. Vielleicht sind hier noch ein paar Möbel. Nee, alles uninteressant. Dann auf zum Museum, wo wir in den letzten Folgen ziemlich oft immer hingegangen sind. Naja, wir wollen ja auch, dass das Museum voll wird. Also voller wird. Die Zikaden. Ach, oh, Mist. Nerven auch teilweise. Aber solange wir noch nicht alle gefangen haben. Das ist ganz praktisch. Oh, du bist es, Minnie Molly. Ich war schon ganz einsam ohne dich. Du siehst irgendwie älter aus als letztes Mal. Nun ja, schön, dass wir uns wiedergesehen haben. Komm ich doch mal besuchen. Ja, mache ich. Irgendwann. Okay, da ist wieder eine. Hoffentlich ist es nicht wieder eine Bergzikade, weil die haben wir ja schon. Eine Abendzikade, yay. Dann lohnt es sich ja auch zum Museum zu gehen. Wenn wir ein bisschen mehr spenden können. Deswegen schaue ich mich jetzt gerade ein bisschen rum. Aber man hört ja auch schon am Klang der Zikaden. Das ist wieder eine Abendzikade, glaube ich. Ja. Ja, wie gesagt, man hört auch irgendwie schon am Klang der Zikaden, was für eine Zikade das ist. Wieder eine Abendzikade. Egal. Ich hoffe, man hört gerade meinen Bruder nicht schreien, weil er schreit gerade ziemlich laut rum im Hintergrund, während er LOL spielt. Wenn man ihn hört, dann bin ich echt sauer auf ihn, weil ich habe ihm gerade gesagt, dass ich aufnehme.
Aber ich verstehe auch nicht, wie man sich so auf ein Spiel hineinsteigen kann und so laut rumschreit, dass man die komplette Umgebung vergisst. Das finde ich so krass. Ja, okay, scheinbar scheint hier nichts mehr zu sein. Wir können noch ein paar Sachen ausgraben, vielleicht haben wir noch ein paar Fossilien. Weil, wie gesagt, es soll sich ja auch lohnen, dass wir zum Museum gehen. Ja, ein Fossil. Da ist eine Mücke. Nein, du stichst mich nicht. So. Mücken sind in Animal Crossing nervig und auch im echten Leben. Oh, kein Platz mehr. Und die Abendzikaden können wir freilassen. Und da hinten war noch ein Loch. Ah, oh, das war nur ein Gyroid. So. Warte mal. Habe ich die da hingetan oder ist die da gewachsen? Weil haben wir schon die perfekte Umwelt? Ich glaube nicht. Dafür haben wir viel zu wenige Stadtverschönerung. Ich habe sie wahrscheinlich von selbst dahin getan. Und wohin laufe ich gerade? Ich wollte zum Museum. Ich glaube, die richtig vielen Zikaden kommen aber auch erst im August. Dafür ist es jetzt noch ein bisschen zu früh. Ich würde sagen, wir machen im Wald, dadurch, dass wir auch überall Duftblütenbüsche haben, schwarze, weil der Wald immer so dunkel ist, und orangene Rosen. Und ich finde, das passt immer sehr gut zu einem Wald. Nicht nur Rosen, natürlich auch andere. Ups, was mache ich da? Ich Idiot. So. Mhm. So, jetzt noch die Fossilien. Fossilien analysieren. Oh, vielleicht. Ah, allesamt sind noch nicht in der Sammlung. Yay. Ja. Ich würde sie ja direkt spenden, aber es ist keine Option. Also, er fragt mich ja nicht. Und wir können mal hochgucken in die zweite Etage. Das hatten wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Und wir können uns mal überlegen, wo wir das Kaffee dann endlich hinbauen wollen. Es wird auch mal Zeit dafür. Die zweite Etage finde ich gerade sowieso uninteressant. Ihr könnt mir ja Vorschläge machen, was ich so oben in den zweiten Etagen einrichten soll oder was man da so machen könnte. Haben wir eine Frucht dabei? Nein, weil dann würde ich nämlich gerne auch eine neue Emotion lernen. Ich hole mal schnell eine Frucht. Weil Kokosnuss. Wir brauchen nur eine. Wir können die eigentlich auch mal am Strand pflanzen. Ich weiß gar nicht, was für Früchte wir am Strand haben. Banane oder Kokosnuss? Kokosnüsse. Egal, erstmal eine neue Emotion lernen. Wieder so ein unwitziger Witz von dummen Samselt. Und danach überlegen wir uns, wo wir das Kaffee hinbauen könnten. Oh, wir haben noch geschlossen. Oh, hier, Essen. Ja. Schön, dass sich das freut. Oh, was haben wir denn hier? Eine Kokosnuss. Eine Kokosnuss. Oh, ich kann Gedanken lesen. Hey, das sieht aber echt lecker aus. Ja, erzähl mir lieber einen Witz
Puh, ich fühle mich gleich viel besser. Na, dann sage ich doch erstmal Danke. Und jetzt muss ich mich irgendwie revanchieren, oder? Ich glaube, heute habe ich einen Spitzenwitz, den ich dir erzählen kann. Also gut, ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten, aber freue dich schon mal auf die tolle Vorstellung. Okay. Danke, vielen, vielen Dank. Auch heute ist Dr. Samsels Praxis offen für Gefühlsausbrüche. Mein Tagtraumwitz ist genau die richtige Medizin, wenn du unter Schmerzen leidest. Weißt du, die Gewinne in manchen Lotterien bringen einen wirklich zum Träumen. Wenn ich gewinnen würde, was ich alles kaufen könnte oder wo ich mit meiner Frau Urlaub machen könnte. Vielleicht auf einer Insel im Süden oder in den Bergen. Allein darüber nachzudenken, macht mich immer ganz hibbelig. Wie? Wenn die Gewinnziehung ist, das weiß ich nicht. Wann? Ich hatte so viel mit Tagträumen zu tun, da habe ich vergessen, mir einen loszukaufen. Oh, das ist so witzig. Ich frage mich, ob jemals schon irgendjemand mal über die Witze von ihm gelacht hat. Also, ob das irgendjemand mal witzig fand. Ich glaube nicht. Naja, egal. Die Emotion ist eigentlich ganz süß. So, jetzt widmen wir uns den ernsten Dingen von Animal Crossing. Wo bauen wir das Café hin? Weil wir können es halt nur einmal bauen. Wenn wir es einmal gebaut haben, können wir es nicht nochmal wegmachen. Das ist genauso wie beim Campingplatz. Das steht dann da für immer. Ich überlege mal, so lange hole ich noch ein paar Blumen. Blumen sind hier am Strand. Wo laufe ich hier lang? Also, so, den Rest gießen wir mal. Und eigentlich da, wo Anton wohnt, hier oben, wäre ein Café ganz cool, aber da will ich ja noch ein Haus hin machen. Also so ein anderes Haus eigentlich. Oder belassen wir es hierbei bei nur einem Haus? Dann würde ich das Café nach oben machen. Aber muss, wie gesagt, Anton auch erstmal wegziehen. Toll. Ja, dann, ja. Anton muss erstmal wegziehen, bevor wir das Café hinbauen können. So, jetzt gucken wir nochmal hier nach Blumen. Habe ich hier noch Platz in der Tasche? Ja. Hier nehmen wir mal zwei mit. Oder auch drei. Den Rest gießen wir. Wir brauchen mal mehr Tulpen, oder? Wo sind denn die ganzen Tulpen? Ups. Jo, das hat ja hier gut geklappt. Ich versuche mal, orangene Tulpen zu züchten. Und auch orangene Primeln. Ob das klappt, das weiß ich nicht. Haben wir überhaupt orangene? Also eigentlich ist der Eingang für dieses Brunnenteil gar nicht hier. Also ich laufe da einfach nur durch, weil ich keine Lust habe, außen rum zu laufen. Sondern man muss halt von hier oben hier so reinkommen. Hier müssen dann auch mal nur orangene Tulpen hingemacht werden anstatt von blauen. Das Blau passt hier dann nicht so gut rein. Aber ich habe Unmengen an blauen Rosen. Ich weiß gar nicht, was ich mit den blauen Rosen machen soll. Ich werde noch einen Platz dafür finden. Ich mache die Blumen auch jetzt ein bisschen durcheinander, weil ich finde das auch manchmal ganz schön, wenn die nicht so geordnet sind. So, jetzt können wir die Pilze wieder pflanzen.
Ja, die Stelle gefällt mir soweit ganz gut. Die Blumen müssen halt noch ein bisschen ersetzt werden. Aber ansonsten ist das hier ganz schön. Ich traue mich nur nicht, beim Rest jetzt noch irgendwas zu machen. Ha, ich habe so Angst, was ich noch machen soll. Ja, also ich werde ja den Wald hier weitermachen, aber ich glaube, ich hole mir einfach für den nächsten Part wieder ein paar neue Büsche und so weiter. Weil ich glaube, wir haben wieder zu wenig. Seehortensien, Duftblütenbusch. Die beiden könnte ich noch gebrauchen. So, den pflanze ich mal hier hin. Sorry, dass ich so ruhig bin. Ich überlege gerade wieder nur, was ich mache. Ich mache hier so einen kleinen Weg hin. Es soll alles ein bisschen durcheinander sein, weil ein Wald ist ja auch nicht geordnet, sondern etwas durcheinander. Deswegen nicht wundern. Ich muss mir nur überlegen, was für Stadtverschönerungen ich noch irgendwo anders hinmache. Weil wenn ich den Wald jetzt schon planlos irgendwie hinpflanze, kann ich am Ende keine Stadtverschönerungen mehr reinmachen. Das muss ich halt alles genau überlegen. Also ich schaue mir gleich für den nächsten Part mal an, welche Stadtverschönerungen ich da in den Wald reinmachen will. Also ich schaue mir an, welche es noch gibt und schaue mir an, wie groß die sind. Und dann für den nächsten Part können wir das ein bisschen besser planen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir noch machen können. Hier vielleicht ein bisschen ausgraben. Wir können auch mal mit Anton reden, weil der müsste mal wirklich ausziehen langsam. Aber erstmal reden wir mit Sascha. Ach ja, ich muss erstmal wieder mit allen reden, weil die kennen mich ja nicht mehr, weil ich ja so lange weg war. Ja, ich bin eine Vagabundin. Oh, was für ein Kompliment. Nein, eigentlich nicht. Oh Mann. So fies, die sind so fies zu mir. Wo ist denn der liebe Anton? Also, der obere Teil, so der kleine Teil hier oben, gefällt mir von meiner Stadt. Alles andere, hier zum Beispiel das hier, sieht noch richtig komisch aus. Da müssen mehr Blumen gepflanzt werden, glaube ich. Rede mit mir. Ach, da haben wohl Leute geschlummert hier. Wir können ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal hierher geschlummert seid oder noch nicht. Das würde mich auch interessieren. Ich müsste auch mal wieder aktualisieren. In regelmäßigen Abständen. Ja, ich habe es kapiert, dass ich Vagabundin jetzt genannt werde. Das ist nicht nett. Peter ist da. Der steht genau hinter uns. Ist ein kleiner Stalker hier. Okay, die sagt uns auch nichts Besonderes. Ich wollte gucken, ob sie uns vielleicht sagt, ob irgendjemand auszieht oder so. Ach ja, und Tipps und Tricks kommen bald auch wieder. Wie gesagt, wenn ich halt die Zeit habe zum Aufnehmen, kommen die auf jeden Fall. Die Frage ist nur, was ich als erstes machen soll. Wie spule ich einen Bewohner raus? Oder wie kriegt man Goldwerkzeuge oder sowas machen? Ich glaube, die meisten interessiert so, wie spule ich einen Bewohner raus? Ja, hi, Wilma, was geht? Klassik. Okay. Kann man. Nee, kann man nicht. Gyroiden auf
den Tisch stellen kann man, glaube ich, nicht, ne? Nee, das geht nicht. Egal. Dann sage ich wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Gib einen Daumen hoch.